Genau, und wie viel Erfahrung ihr im Songs schreiben habt, ja, das dürft ihr jetzt gerne nochmal unter Beweis stellen. Wir spielen nämlich eine Runde Chaos-Karaoke. Okay. Oha. Kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Und zwar haben wir einen neuen Song gebastelt aus einer sehr bekannten Melodie, einem sehr bekannten Song und einem sehr bekannten Text. Und diese beiden Dinge zueinander gebracht. Und ihr dürft gerne dann buzzern, wenn ihr wisst, welcher Song und welcher Text aus welchem Lied es ist. Okay? Also es ist übereinander gelegt. Ihr werdet gleich verstehen, was wir machen. Komplett neu vertont, ja. Völlig wild. Chaos-Karaoke einfach. Aber es geht um zwei Songs. Also. Es geht zwei Songs, ja. Also die ineinander greifen sozusagen. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Wer möchte denn spielen? Drei Kopfhörer, drei Buzzer? Oh, ich würde gern mitmachen. Ja? Ja. Ja, dann mache ich Uwe. Ich bin da ganz schlecht. Rest macht einfach die Kopfhörer laut. Ich bin da ganz schlecht. Mach du mal. Ich bin da ganz schlecht. Gib her. Oha. So. Oha. Gast 3. Jeder nur einen Buzzer. Aus was für einem Bereich ist denn das musikalisch? Alles Sachen, die ihr kennen müsstet. Oh, Pavarotti und so. Also, wir fangen. Wenn du jetzt gesagt hättest Hip-Hop oder so, dann hätte ich das weitergeleitet. Nein. Wir fangen mal an mit dem hier. Achtung. Welcher Song und welcher Text? Ring of Fire. Welcher Text? Ach so. Ich war seit fast 8 Stunden schon auf der Autobahn. War kurz vor meinem Ziel und hielt mich mächtig ran. Hä? Die Sonne, sie stand schon sehr tief, als ich zur Ausfahrt kam. Der Diesel dröhnte neben mir. Mein Funkgerät, das war an. Was? Als daraus die Stimme eines Jungen kam. Ach, das ist Teddy 4, oder was? Teddy genau. Bear 1-4, Johnny ja. Hill! Ich war seit fast 8 Stunden schon auf der Autobahn. Ja, natürlich. War ganz kurz vor meinem Ziel und hielt mich aber mächtig ran. Ja, ich sage, das sind alles Sachen, die ihr definitiv kennt. Zweiter Song. Aber sehr gut. Teddy hat es am Schluss gerettet hier. Also, ja. Dann der nächste Song. Bekannte Melodie, bekannter Text, einmal zusammen gemixt. Na, Paloma, einmal muss es vorbei sein, nur Erinnerung an Stunden der Liebe. Bleib noch an Land zurück, Seemanns Braut ist die See. Und nur ihr kann nicht treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der Großen frei. Teddy. La Paloma. Ja, das ist schon mal richtig. Und, ja, und das andere war, ist das nicht hier, Philadelphia? Nee. Gib euch noch ein paar Sekunden. Kann der Himmel sein. Ich schau hoch vom Mast. Bei der Musik muss ich sagen. Ich gebe einen kleinen Tipp. Kanada. Ja, das ist von Shania Twain. Ja. Lass ich gelten. Und ich hab's nicht mal gehört. Es ist tatsächlich Freddy Grimm, Paloma Ole, und es ist Shania Twain. Sehr gut. Machen wir noch einen, oder? Das ist aber auch echt verrückt. Es ist wild. Es ist wild. Ein Dreher im Hirn. Ja. Aber bei dem hier, da bin ich sehr zuversichtlich. Achtung. Es ist schon bald Nachmittag. Mein Tag ist... Ja. Mach ihn nicht kaputt. Humba da Humba Santa Maria. Ja. Und von meiner eigenen Band. Wie heißen wir noch mal? Es ist nicht, ich möchte so gern Dave Dudley hören von euch, selbstverständlich. Wollen wir noch einen machen?
Komm, ich könnte den ganzen Nachmittag, es macht Spaß. Macht Spaß, gut. Komm, ich gehe mal weiter hier Hauptsache. In die junge Generation. Ja. Hast du auch was mit Blasmusik? Und? Sie tragen keinen Smoking und